Level 5. Ich würde... Okay, die kann man nicht. Ich suche mal hier einfach mal ein paar Mobs, um das mal zu testen. Gut ist auch, dass wir hier erkennt am Zeichen, dass es ein Feind ist, nicht. So. Gucken wir mal, ob das wirklich so gut ist. Ja, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, wir haben ja eh unseren Bogen. Im Endeffekt können wir hier dann einfach den aufgeladenen Bolzen machen. Wir können dann hier ganz normal Bogen schießen, sobald wieder dran ist. Das ist aber echt easy going dann. Feldbörse des Farmers, alles klar. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass wir alles, was wir hier looten, Geldbörse des Farmers und so weiter, dass wir das öffnen müssen mit der Arbeitskraft. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Aber ein interessanter Aspekt. Ja. Also das ging jetzt ja super schnell. Das lag wahrscheinlich hier an dem... schauen wir mal nach, durchbohrenden Schuss. Ja. 125 Schaden, 30 Schaden. Kumulierung von Blutdurst. Schaden hat um 20%, wenn das Ziel weniger als 8 Meter ran ist. Ist klar, je näher das Ziel ran ist, desto weniger Schaden macht es dann auch. Okay. Auf alle Fälle interessant. Und wir müssen jetzt hier in die nächste Siedlung. Allerdings würde ich trotzdem gern mal hier noch ein bisschen... einfach just for fun mal testen. Na, ist schon tot. Um zu schauen, wie die Skills zusammenarbeiten. Ja. Vom Mana her sieht es eigentlich auch... gut, das ist auch auf niedrigem Level jetzt nicht gerade die Kunst. Sieht aber auch okay aus. 10 Sekunden Abklingzeit für den Eröffnungsschuss ist auch okay. Und dann, ja, also das ist wahrscheinlich so ein Anfänger-Skillung, deswegen war es wahrscheinlich auch markiert, Bogenschütze und Schurke. Also da kann echt nicht viel passieren. Alles nehmen. Ja, also ist soweit in Ordnung. Wenn wir hier dann unseren durchbohrenden Schuss noch mit einsetzen können, dann gehen die recht schnell runter. Der hat eine relativ hohe Abklingzeit. Ihr seht es hier, der braucht kein Mana, der verbraucht auch entsprechend ein bisschen Mana. Der braucht auch kein Mana, das ist alles in Ordnung, sowieso nicht. Okay, das heißt, Mana braucht eigentlich bloß hier unser... durchbohrender Schuss und der haut aber dafür richtig rein. Und dann zack. Ja. Also ist in Ordnung, passt. Alles nehmen. Okay. Ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir genug Mobs gekillt. Ja, ihr seht ja auch so ein bisschen Feedback. Ja, recht stimmig gemacht das Ganze, das stimmt's. Oh, was ist hier? Hey, ich wollte jetzt gar nicht... oha. Also jetzt müssen wir doch laufen. Was war unser Sprint? Da können wir gar nicht den Kampf einsetzen. Okay. Wenn es so läuft, werden wir gleich unseren ersten Tod erleben. Einen Trank reinpfeifen, aber der hilft auch nicht so arg viel. Okay, jetzt haben wir ein bisschen gepennt. Haben wir uns vom Chat hier ein bisschen irritieren lassen.
Okay, ich dachte, die wäre noch neutral. Aber die dann anscheinend nicht. Okay. So. Aber wie gesagt, so von der Performance muss ich sagen, ist es sehr gut gemacht. Irgendwie gab es ja auch relativ schnell Pferde, habe ich gehört. Was auch interessant ist, ihr habt hier verschiedene Bäume. Und einige kann man dann auch hier, zum Beispiel Drachenbaum, ihr seht, den kann man abholzen. Die wachsen dann auch nach, allerdings brauchen die eine Weile. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob wir hier Glück haben. Okay, das war dann wohl nicht das, was ich wollte. Da muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen. Man konnte hier Bäume abholzen. Die geben Holz. Holz brauchen wir dann, um zu verarbeiten. Und die wachsen dann auch nach. Allerdings dauert das eine Weile. Das heißt, wenn ihr gewisse Baumsorten oder Holzsorten braucht, müsst ihr dann entweder die Bäume selbst anpflanzen. Da komme ich später auch noch zu. Oder irgendwo in der Wildnis finden. Wenn ihr die in der Wildnis findet, brauchen die dann ein paar Stunden, bis die wieder gewachsen sind. Und wenn ihr Pech habt, ja, klaut ihr euch dann jemand anders. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier langlauft, ihr seht, alles klar, da ist ein Baum, der ist in 3 Stunden fertig. Dann gucke ich in 3 Stunden dann nochmal nach oder dann ein bisschen später. Und ihr kommt dann zurück und das Ding ist schon wieder weg. Dafür gibt's dann gewisse Claims. Da komme ich dann auch später zu. Claims ist ein kleines Gebiet, wo ihr anbauen könnt und wo auch nur ihr dann anbauen könnt und auch ernten könnt. Ihr könnt später, wenn ihr Sachen anbaut und so weiter und so fort, könnt ihr das theoretisch überall. Aber dort kann auch überall euch die Sachen weggeerntet werden. Auf euren Claim, das ist dann so eine kleine Vogelscheuche, da habt ihr dann ein paar Felder drumherum, da könnt nur ihr dann entsprechend ernten und auch sehen. Dort kann es nicht geklaut werden. Allerdings brauchen die Pflanzen verschiedene, ja, wie soll man sagen, verschiedenen Platz. Und wenn ihr dann so einen Baum pflanzt, der ein paar Stunden wachsen muss, oder teilweise 2, 3 Tage, je nachdem später, wenn ihr gewisse Holzsorten braucht, ich möchte meinen, das war so geplant, dass es dann später Holzsorten gibt, die 2, 3 Tage wachsen müssen. Ja, und dann könnt ihr dann da nichts anderes hinpflanzen, sozusagen. Wie gesagt, das muss man dann später alles, wenn es soweit ist, muss man das mal schauen. Wir müssen jetzt ein bisschen vorankommen, vom Questen her, bis wir zu den Claims kommen. Wir haben unseren Briefkasten. Empfang und gesendet noch nichts, ist klar. Alles klar, komponieren, aha. Gut, bisschen seltsam übersetzt, okay. Ah, ist unser Tätowierer. Gut. Falkentätowierung. Psst, willst du denn das umgemacht werden? Ja. Ich bin ein ehrenwerter Geschäftsmann. Na klar. Das glauben wir dir sofort. Ja, schade, wenn man das halt, wie gesagt, lesen will, ist noch ein bisschen tricky. Und das Blaue, das ist das, was wir sagen. Und das Weiße, was er sagt. Gut. Dein Volk hat niemals vor Risiko zurückgeschreckt, wenn es eine vielversprechende Belohnung gab. Vor Jahrhunderten suchte eine Expedition den Ursprung der Welt, die Quelle aller Magie. Irgendwie gelang es ihnen, diesen Ort zu finden und dadurch das Schicksal der Welt zu verändern. Ihnen waren fantastische Kräfte beschert worden. Mächte, die den Kontinent Auroria zerstörten und zugleich seine Bewohner retteten, indem sie alle in neue, sichere Länder brachten. Wenn einer der Abenteurer starb, übertrag sich seine Erinnerung auf alle Überlebenden Aurorias. Da sie durch Blut an Generationen weitervererbt wurden, verblassten die Erinnerungen mit der Zeit. Aber man sagt, dass sie in begabten Menschen erneut zum Vorschein kommen können.
Vielleicht bist du ja einer von ihnen. Ja, wer weiß. Also ich finde das echt nett gemacht mit den ganzen Quests, dass dann immer wieder so Sequenzen kommen. Okay, falsche Leute. Alter Böller, okay. Gut, jetzt können wir mit den Schattenfalken reden. Was das auch immer mit den ominösen Schattenfalken zu tun hat. Und ihr seht, wir können dann hier auch die Sachen benutzen. Manche Quests bescheren dir ein kostenloses Reittier zur Aufzucht. Alles klar. Ungefähr ab Level 10 bekommst du eine Quest, bei der du ein Reittier aufziehen kannst. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Wir bekommen relativ früh ein Pferd. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen überrascht, dass wir das auch aufziehen können. Das habe ich jetzt nicht so ganz in Erinnerung. Aber anscheinend bekommen wir dann ein Pferd, was, das wir uns dann anscheinend auch kümmern müssen. Da bin ich mal gespannt. Das macht es ein bisschen individuell. Hier haben wir dann die Böller. Das ist anscheinend das, was gemeint ist zur Kontaktaufnahme. Wir haben erfolgreich einen Regenbogen. Nee. Gut, jetzt haben wir... Aha, hier. Du hast ja ein ziemlich einzigartiges Feuerwerk. Suchst du zufällig nach jemanden? Ja. Gut, ich habe etwas, was du und deine Freunde haben wollt. Okay, die scheinen ja doch recht aktiv zu sein. Einer der Wächter gehört zu denen. Mhm, alles klar. Die Frage ist, kann man hier auch irgendwie handeln? Okay, ihr seht es auch, sobald ich hier an dem Tuch dran bin, können wir auch damit interagieren. Okay, ansehen. Sieht ja die Waren an. Passiert bloß nichts. Ja gut. Kommt vielleicht noch. Ist ja wie gesagt alles eine Beta. Und ihr seht es auch hier. Die gute Xylia hat auch was auf dem Rücken. Es ist anscheinend irgendwie dann so eine Quest, wo sie was transportieren muss. Ob aber hat schon ihre eigene kleine Farm. Was mich auch interessiert, ab wann wir... Mit Reittieren kannst du dich schneller bewegen. Du kannst sie in Läden kaufen oder als Questbelohnung erhalten. Gut, die Frage ist... Einsteigerhändler. Ich brauche eine Geschäftsidee. Ja komm, ich möchte mit dir reden. Anscheinend will er nicht. Gut, er bereitet eine Handelsreise vor und braucht Proviant. Geschäftsflorier, das ist klar. Ist schon ein Handelsclan beigetreten? Nein. Okay. Besorge Straußenmägen von den Geschenken. Okay. Können wir jetzt hier mit denen sogar zusammenarbeiten, oder wie? Ja, das ist jetzt wieder so eine typische Quest, Töte und Sammle. Ist wieder dann dieses Koreanisch oder was auch immer. Okay, das passt. Was ich jetzt gerne machen würde, wäre hier mal einen Laden finden. Laterne an, Laterne aus. Ah, ist das toll. Nicht schlecht. So... Aha, das sieht schon besser aus. Laden. Ihr seht, wir können ja auch Möbelstücke herstellen und so weiter. Ich würde gerne ein bisschen verkaufen. Den Bogen würde ich gerne verkaufen. Den Zweihänder brauchen wir nicht. Die Flöte brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir schon ein schöneres Instrument. Den Stab brauchen wir auch nicht. Den Dolch können wir auch verkaufen. Ja, haben wir dann unseren Gewinn.
verkaufen und passt. Obwohl, wir können auch noch das Schild mal verkaufen. So. Samenhändler. Aha, okay, alles klar. Hier haben wir dann... Da müssten wir eigentlich demnächst auch in die Quest kommen, wo wir hier anbauen können. Also ihr seht, wir haben hier dann Samenhändler. Ein Schößlingshändler. Ein Apfelbaum. Das Platzieren auf ungeschütztem Gebiet kostet 10 Arbeitspunkte. So, ihr seht, Pflanze, ich lese gerade durch. Gedeiht in geeignetem Klima besser und lebt dort auch länger. Beruf, Holzgewinnung. Sammeln in 14 Stunden 18. Das heißt, wir können wohl Äpfel sammeln. Oder vielmehr abholzen nach 14 Stunden und nach 11 Stunden ernten. Hier geht es dann schon ein bisschen höher. Ernte nach 5 Stunden, das passt. Hier geht es Ernte nach 11 Stunden. Nach ca. 14 Stunden. Was haben wir denn hier? Papayaschüssling. Okay, aber hier muss ja irgendwo... Hier können wir auch Nutztiere... Ach Gott, ein Ferkel, oh. Ausgewachsen in 14 Stunden, Futter, gemischtes Futter. Ein Lamm, oh. Lässt ein Lamm frei, eigentlich wächst das Tier schneller heran. So, Tierhaltung, ausgewachsen in 14 Stunden, scheren alle 8 Stunden. Das heißt, hier können wir alle 8 Stunden können wir hier Wolle scheren, sobald wie das ausgewachsen ist. Ja, und ihr seht, das ist dann wirklich schon... So ein bisschen, das ist das, was mich auch ungemein interessiert, dieses Wirtschaftssystem, das ist alles abhängig von den Spielern dann, wie das funktioniert, beziehungsweise die Preise, es wird natürlich funktionieren, aber die Preise, ein Entenküken, oh, in 2 Stunden ausgewachsen und alle 1 Stunden Futter. So, was ich allerdings gern wüsste, wäre... Dann jetzt noch ein bisschen hier koreanisch. Wie wir hier an unseren eigenen Claim kommen. Das ging, soweit ich weiß, auch mit einer Quest. Schmieds. Rüstungshändler. Können wir auch mal reinschauen. Gut, wir sind natürlich hier mit 21 Silber noch... Ja, na... Aber ich suche hier... Wie gesagt, es gab eine Quest. Und bei der Quest konnte man dann so diesen eigenen kleinen Claim dann später bekommen. Was auch interessant ist, weil gerade bei den Claims sind, so wie ich das mitbekommen habe, muss man dann pro Woche auch Stellgebühr bezahlen. Das heißt, wenn ihr dann nur den Claim euch hinstellt und auch nach dem Motto, ich blockiere für andere hier, bringt nichts, sondern ihr müsst dann pro Woche 2 Gold, 3 Gold oder wie viel auch immer Gebühren bezahlen. Und je mehr Charaktere ihr habt, desto mehr Gebühren werden dann auch fällig. Also auch das deckt dann nach oben. Ähnlich wie die Arbeitskraft sich dann verteilt. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wo hier die Quest sein soll. Wir werden dann dahin geführt. Vielleicht kommt das auch noch mit späteren Level. Dass wir dann unseren Claim bekommen. Stallknecht, okay. Kein Begleiter zum Respawn. Ja, ich hätte gern hier irgendwo einen Reitpferd gekauft später. Da kommt man anscheinend auch noch nicht hin. Krämerin. Okay, das klang jetzt wirklich noch koreanisch. Okay, ihr seht dann auch hier, wir haben dann hier ein Härtungspolitur, was dann auch wieder 100 Arbeitspunkte kostet. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Um hier die Waffen zu steigern. Und ich nehme an, dass es dann natürlich später dann auch Qualitätsurkunde wird zur Bescheinigung der Qualität eines hergestellten Gegenstands benötigt. Okay, alles klar. Persönliche Posteule. Darin ist ein Zauberspruch eingraviert, der eine Posteule herbeiruft. Beschwört für 10 Minuten eine Posteule. Mhm. Sternkarte.
Diese Karte des Nachthimmels wird für die Herstellung eines Sextanten verwendet. Eines Werkzeugs zur Navigation auf offener See. Also ihr seht, was es hier alles gibt, ne? Vor allen Dingen, es ist deutsch. Eine Fischfanglizenz, schaut euch das mal an. Ohne diese Komponente lässt sich kein Trockendock für Fischerboote bauen. Ist bei Grämern erhältlich, ja, das sind wir gerade. Das heißt, ihr könnt jetzt sogar mit Fischfang Gold verdienen und so weiter und so fort. Also dieser Wirtschaftskreislauf ist schon enorm. Schneeflocke der Spezialisierung. Dieser Gegenstand erhöht die maximale Anzahl der Berufe, auf die du dich spezialisieren kannst. Ist bei Grämern erhältlich. Regenmarerreiniger. Was? Wasche dein Kleidungsstück. Aha. Für 30 Gold oder wie? Okay. Gut. Toll. Also ihr merkt schon, die ersten paar Level, wir haben jetzt ein bisschen gelevelt. Das ist so ein bisschen noch wie jedes andere MMO. Aber jetzt so, wenn man dann schaut, hier kann man dann Samen kaufen, hier kann man sich dann später sein Claim holen. Gibt es einen Wirtschaftskreislauf, hier muss man auf seine Arbeitspunkte achten. Weil wir schon bei Arbeitspunkten sind. Wir können hier nochmal... Ein Silber 68 Kupfer, ein Silber 90 Kupfer... 1 Silber 90 Kupfer, 1 Silber 73 Kupfer und 1 Silber 61 Kupfer. Ja, schade. Ich meine, wäre nicht schlecht, wenn hier noch irgendwie anzeigen würde, was wir dann gelootet haben. Automatisch sortieren ist auch nicht schlecht. Okay, ich weiß nicht, nach was er sortiert. Gegenstände hochstufen. Ah, okay, hier gibt es dann anscheinend auch Juwelen, wo wir dann hier den Ausrüstungsgegenstand reinlegen kann und dann einen Stein und dann wird wahrscheinlich hier ein besserer Gegenstand raus. Ah, okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier uns mit der Wache treffen, weil die Quest interessiert mich jetzt doch. So, da steht er schon. Ja, was wollen wir wohl? Ich bin ganz Ohr. Einige der Namen der 12 Abenteurer der großen Expedition waren wohl bekannt. Jeder hatte von Jean gehört, der zu Kyrios wurde, dem Gott der Zerstörung. Aber die Erinnerung, die am häufigsten in Harani hochkam, war die der Assassinen Melisara. Du gehst zurück zur ersten Erinnerung, die du erfahren hast. Durch Melisaras Augen siehst du, wie der dunkelhaarige Mann ihr die Uniform gibt. Dann grinst er spitzbübisch und sagt: Willkommen bei den Schattenfalken. Sie funkelt ihn zornig an, aber zwingt sich zu einem Lächeln. Es ist Jean. Ah, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen gelüftet. Das heißt, wir sehen das aus den Augen der einen Assassinen. Wir haben jetzt hier auch Überwältigen auf Rang 2 automatisch bekommen. Und das ist jetzt für unsere Völkerquest hier. Und wir scheinen jetzt so ein bisschen in Lohn und Brot zu gehen bei den Schattenfalken quasi. Okay. Ich dachte erst, wir müssen uns mit denen irgendwie anlegen, aber anscheinend wir gehen jetzt ein bisschen bei denen in Lohn und Brot. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann gehen wir mal zurück. Ja, er sagt auch hier, sei vorsichtig bei diesen Halunken. Scheinbar ging das Vermächtnis der Schattenfalken weiter zurück, als den meisten Harani bewusst war. Du studierst eine Karte mit Hamans Treffpunkt und siehst schemenhaft eine zweite Karte. Ein
eine andere Erinnerung. Dein Kopf schmerzt, als du durch Melisaras Augen blickst. Eine elegante Königin mit kalten Augen zeigt auf die Karte. Er ist hier, in Delfinat, giftet die Königin. Gib die Mutter mir nicht mein Pfund Fleisch, dann hole ich es mir vom Sohn, sagt Melisara. Mach deinen Frieden, Jean Immernacht. Das Jenseits erwartet dich. Okay. Sollst du die Rückkehr sicher verwahren und dafür sorgen, dass Hermann dich nicht einfach umbringt und sie sich an sich reißt. Okay, jetzt müssen wir mit Lagerverwalterin Katra sprechen. Das ist dann wahrscheinlich, wo wir... Wo steckt sie denn? Okay, die ist ganz hier hinten. Tatsache. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal hier die Mägen sammeln und diese Viecher töten. Dann mal los. Zartox. Ja, das klappt ganz gut. Kriegen wir hier ein bisschen ran. Also, bisher ist die Skillung hier wirklich Anfänger geeignet. Da kann echt... Oh, jetzt habe ich allerdings ein bisschen geschlafen. Da kommen Mobs. Gut, gehen wir ein bisschen ran. Oh, die Mägen... Töte Riesenmandat. Der Geld ist des Farmers. Hier sind sie. Ja gut, ist aber auch keine wirkliche Gefahr. Bekommen wir auch Hilfe. Ja, aber irgendwie... Entweder mache ich da noch was falsch. Der ist jetzt schon ein bisschen stärker. Das ist auch mal toll. Aha, Straußenmägen. Ne, brauchen wir aber auch nicht, oder? Doch, sammelt die Mägen von geschleckten Straußen. Oh, wie viel? 20 von 100. Okay, alles klar, jetzt sehe ich. Das ist ein bisschen irritierend, dass er das anscheinend in Prozenten anzeigt und nicht in Stück. 40, 100. Daran muss man sich noch ein bisschen gewöhnen. Ja gut, der Schuss, der ist jetzt nicht wirklich... Gefährlich. Du kannst auch eine Quest beenden, wenn du noch nicht alle Questziele erreicht hast. Du erhältst dann die volle Bezahlung, aber weniger Erfahrung. Alles klar, also ihr seht dann auch, dass wir hier weniger machen können. Ich glaube, geht das auch mehr, dass wir mehr machen? Ich glaube, das ging auch. Dass man sagt, okay, ich töte ein bisschen mehr als gefordert. Wenn man jetzt so gerade mittendrin ist oder sich irgendwo durch eine Höhle kämpft und man ist schon fertig und hat noch ein paar Mobs, dann bietet sich's auch an. Alles nehmen. Jetzt hier seht ihr noch nicht ganz lokalisiert. Finstedt, Negra, Svenska, Herr. Finnland, glaube ich, ne?
Ja, da seht ihr mal, wie multikulti das Spiel eigentlich ist, ne? Also von Asien über Russland. Es findet irre viel Anklang. Wir sind anscheinend auch schon fertig. Okay, es ging jetzt flott. Findet irre viel Anklang, das Spiel. Ist dann natürlich die Frage, wenn man sich Wildstar und sowas anschaut, das hat dann auch so ein bisschen enttäuscht. Ob das Spiel dann auch wirklich hält, was es verspricht, muss man halt wirklich schauen. Wie gesagt, dafür hat man ja die Beta, dafür hat man dann die, die es bezahlen, auch die Alpha. Dass man da wirklich sich ein bisschen reinfuchsen kann, das alles nachschauen kann. Hat wirklich interessante Aspekte, gerade mit dem Wirtschaftssystem, pipapo. Ja, muss man Wenn schauen. du Questziele übertriffst, bringt dir das Bonuserfahrung ein. Genau, jetzt sieht man es hier. Wenn wir mehr töten als gefordert, bringt das auch mehr Erfahrung. Umso besser. Ja, muss man gesagt schauen, ob das dann. Ja, ob er dann. Wie soll man das sagen? Ob er da wirklich eher alleine spielen kann oder muss. Oder ob er hier eine starke Gilde braucht. Das sind ja verschiedene Faktoren, die das dann auch abhängig machen. Klar, PvP. Dass man da irgendwie eine Gilde braucht oder eine Gruppe, ist logisch, aber wie sieht's aus mit der Wirtschaft? Wie sieht's aus mit Transporte? Und wie gesagt, wie ich's mitbekommen habe, muss man wohl teilweise auch Sachen mit mehreren Leuten transportieren, beziehungsweise aufteilen. Man kann dann später auch bauen, ihr habt's gesehen, Möbel und so weiter und so fort, was es dann alles gibt. Also, wenn's das Spiel so umsetzt, wie es geplant ist und das auch alles nicht nur aufgesetzt wirkt, sondern wirklich eine Spielmechanik ist, dann ist es doch ein Stück weit was anderes wie alle anderen Spiele. Wenn es dann doch nur aufgesetzt ist und letzten Endes alles nur in einem neuen Gewand ist, ist es, sag ich mal, wie jedes andere Spiel auch. Wie jedes andere Online-Spiel natürlich. Okay, wir kriegen zwei Heiltränke, aber die halten uns nicht so arg, muss ich sagen. Gut. Ich sprich mit Visantas. Wo steckt Visantas? Beide in die Richtung. Hier haben wir dann nochmal eine neue Quest. Hier oben steckt Visandas. Hier ist dann Lagerverwalter. Hier gibt es anscheinend noch irgendwas. Da gucken wir mal hin. Ich glaube, war das jetzt die falsche Richtung? Nö.